Das ist ein Clip-Clip. Das ist kein April-Scherz. Die Energie Graz senkt ihre Preise für Strom und Gas um rund 10%. Mit 1. April profitieren davon 180.000 Haushalte. Das ist in Zeiten wie diesen, wo die Preise für Wohnen steigen und steigen, natürlich erfreulich für die Konsumenten. Wir haben eine Energiepreissenkung, die sich sowohl auf Strom als auch auf Gas bezieht. Das werden also bei beiden Versorgungssparten rund 10% sein. Und es wird also doch zu einer deutlichen Kostenentlastung für den Kunden kommen. Im Strombereich werden es so um die 35 Euro pro Jahr sein, gerechnet immer auf einen durchschnittlichen Haushalt. Und beim Gas auch wieder gerechnet auf einen durchschnittlichen Haushalt, gehen wir von rund 60 Euro aus. Und warum werden gerade jetzt die Preise gesenkt? Hier haben wir jetzt einfach gesehen, dass auf der Energiepreisseite einfach eine nachhaltige Senkung auf den Märkten tatsächlich da ist, sodass wir das auch nachhaltig an die Kunden weitergeben können. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass in der Energie Graz natürlich auch in allen Kostensegmenten einfach laufend danach getrachtet wird, alles an Einsparungen umzusetzen, was da möglich ist. Das heißt, es sind über die letzten Jahre auch unsere Mitarbeiterzahlen gesenkt worden, sind auch Kostenersparnisse, die man natürlich mittelbar dann den Kunden weitergeben kann. Wann gab es die letzte Preissenkung? Die ist natürlich schon eine Zeit lang her. Die war, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2009. Die Energiepreislandschaft verändert sich natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber jetzt war eben der Zeitpunkt da, um wieder eine Preissenkung machen zu können. Der Strompreis sinkt, doch die Zuschläge für den Ökostrom steigen. Warum? Was die Ökostromzuschläge betrifft, ist es so, dass wir schon in den letzten beiden Jahren sehr deutliche Erhöhungen gesehen haben. Das heißt, ausgehend von vor zwei Jahren, einem Niveau von rund 65 Euro, sind es im heurigen Jahr rund 100 Euro pro Kunde im Schnitt. Bisschen relativieren kann man das im Vergleich zu Deutschland. Dort zahlt der Kunde weit über 200 für die Ökostromkosten jährlich.